Und Tatjana Umm ist ja bereits seit mehreren Tagen für uns in Thüringen unterwegs. Im Moment gerade auf dem Weg von Weimar nach Greiz. Guten Morgen, Tatjana. Ja, alles redet natürlich über AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke. Und gestern hieß es ja, aus gesundheitlichen Gründen habe er seine Teilnahme an der letzten TV-Runde vor der Wahl abgesagt. Was hast du für Informationen über seinen Zustand? Na, offenbar scheint es ihm wieder besser zu gehen, weil für heute Morgen und übermorgen sind Termine angesetzt. Heute großes Familienfest in Nordhausen ab 16 Uhr in Anwesenheit von Björn Höcke. Morgen ist er dann in seinem Wahlkreis unterwegs, macht da eine Motorrollerfahrt mit und am Samstag auch beim Wahlkampfabschluss wird er dabei sein. Also offenbar scheint es sich um eine gesundheitliche Geschichte gehandelt zu haben, die mit dem gestrigen Tag offenbar akut wurde, aber auch mit dem gestrigen Tag endete. Und er scheint wieder fit zu sein und wird die von mir gerade genannten Termine hier offenbar wahrnehmen. Wir hatten gestern nach der, ich nenne es nochmal Elefantenrunde, die Gelegenheit, mit einigen der Politikern zu sprechen, die da gewesen sind, unter anderem mit Thüringens noch amtierendem Ministerpräsidenten Ramelow. Und der klang jetzt nicht so, als wenn er die Krankheitsgeschichte glauben würde. Und auch Katja Wolf vom BSW klang ebenfalls nicht so, als wenn sie die Krankheitsgeschichte glauben würde. Da war eher der Eindruck, dass er möglicherweise nicht zufrieden war oder auch die Partei nicht zufrieden war, wie er bislang in diesen großen Runden performt hat und man deshalb gesagt hat, dann ist er vielleicht lieber krank und lässt sich durch Herrn Möller vertreten. Tatjana, ich habe es ja eben angesprochen, du bist seit Tagen für uns in Thüringen unterwegs, um auch so ein bisschen die Stimmung einzufangen. Wie erlebst du sie denn? Schon gespalten. Also man muss schon sagen, es kommt wirklich sehr, sehr darauf an, wo man ist. In Weimar sind es andere Stimmen, die wir einfangen und eine andere Stimmlage, die wir da einfangen, als zum Beispiel in Jena Lobbeda. Und wenn man dann rausfährt über die Dörfer, ist es nochmal eine andere Stimmungslage. Was wir aber viel hören und viel sehen, ist Wut und Frust gegenüber der Ampel. Und auch wenn man die Menschen zum Beispiel fragt, naja, aber was ist denn mit den Themen, die hier für euch im Land wichtig sind? Die werden ja so gut wie gar nicht besprochen oder ich sag mal eher weniger. Dann heißt es immer, ja, aber das kriegen wir schon hin. Wir sind vor allem wütend auf die Ampel. Und dieses Wütendsein auf die Ampel, das zieht sich im Prinzip wirklich durch jedes Gespräch, das wir hier führen, unabhängig ob Mann, ob Frau, unabhängig davon, welche Altersgruppe es ist. Es sei denn, man spricht direkt diejenigen an am SPD-Stand. Die haben dann natürlich eine andere Meinung dazu. Aber da ist schon viel, viel Wut und viel Frust. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Und ich glaube, viele Thüringer sind es auch, weil auch das haben wir gehört, wie am Montag dann sozusagen die Regierungsfindung ablaufen wird. Tatjana, danke erstmal für deine Eindrücke aus Thüringen. Unsere Wahlsondersendung am Sonntag über die mit Spannung erwarteten Wahlen in Sachsen und Thüringen ab 17 Uhr. Und dann werden wir beide, du und ich, durch die Sendung führen und dann sehr gespannt sein, wenn die Prognosen um 18 Uhr kommen. Danke, Tatjana.